Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es tatsächlich endlich mal wieder mit der Limo weiter, wo so viele drauf warten. Eigentlich ist Mike von der Firma Hinkel mal wieder da. Auch alias Dr. Klipp und Dicht genannt. Feiere ich immer wieder den Namen. Und ihr erinnert euch, letztes Jahr haben wir mit Mike zusammen die Limo Cross abgedichtet. Korrekt. Also wir waren sowohl bei Hinkel in Heidelberg, als auch anschließend die Cross abgedichtet. Das haben wir hier gemacht, genau. Genau, wurde mit der Pistole so schön die ganzen Nähte gespritzt hast. Ne? So, jetzt nutzen wir die Sekunde, dass Mike hier ist, weil eigentlich wollen wir heute bei der Limo die Hohlraumversiegelung machen. Wird Zeit. Weil ist auch, kurz den LKW durchlassen hier, ist auch definitiv eine wichtige Sache, weil durch das KTL-Beschichten bzw. das Matt vorher ist die Karosse ja komplett blank. Also da ist rein gar kein Schutz drin, außer das KTL. Und da müssen wir auf jeden Fall was drauf machen. Ne? Genau. So, jetzt habe ich Mike aber verhaftet, weil zufälligerweise habe ich nämlich gerade eine leichtere Leitglasscheibe für den Obergolf bekommen, der hier steht. Und da Mike ja Experte im Kleben ist, habe ich die Situation genutzt und wir kleben gleich eine neue Scheibe an. Ne? Ja, so, das tun wir. Auf, bevor wir das tun, müssen wir die natürlich einmal wiegen. So, also in dem Fall war es wirklich so, ich wollte für den Obergolf schon länger eine neue Frontscheibe. Weil das war tatsächlich noch die erste, ne? Das war die erste. Mike hat die schon rausgenommen und wenn ihr hier guckt, da war wohl mal der Scheibenwischer ein bisschen zu krass. So, das ist jetzt eine Scheibe, die hat 2,1 und 2,1 mm. Die neuere Leitglas hat 1,616 und ist somit tatsächlich ein wenig leichter. Wie viel? Zeigen wir euch jetzt. 11,2. Diese Scheibe hat 1,6 und 1,6 mm, kennt ihr ja auch schon, wir waren dort im Werk und haben uns das angeguckt. Die kommt nämlich in eine Limo auch rein. Natürlich nicht diese, sondern eine passende für die Limo. So, und wir haben hier 8,2. 3 Kilo. Das ist gut. Achtung René, der ist aber runtergefallen. Drei Kilo, haben oder nicht haben. In dem Fall, wie gesagt, die Scheibe war wirklich, wir sind neulich einmal nachts mit dem Auto gefahren und ich kann euch nur sagen, unterschätzt es nicht, eine verschlissene Frontscheibe, ne? Mit ganz vielen kleinen Steinschlägen drauf, wenn gerade ein Auto entgegenkommt, ist wirklich die Hölle. Ne? Man sieht gar nichts mehr am Ende. Jetzt passt sich aber perfekt, weil, da wir schon relativ viel zusammen gemacht haben, ist nämlich der perfekte Moment, kurz ein Produkt von euch vorzustellen, was relativ neu ist. Ne? Korrekt, wir haben unseren neuen Scheinklebstoff, den hier unseren Bond, das ist der Bond 120, der ist neu. Was an dem Ganzen neu ist, drehen wir mal um. Wir haben hier mit TÜV das Siegel, ja klar, abgeprüft. Wir haben hier natürlich auch die Crash-Norm. Das heißt, wir fahren mit 48 km/h, 100% gegen die Wand. Mhm. Die Scheibe muss dann im Rahmen bleiben. Mhm. Und wir haben die neue Henkel-Crash-Test-Norm. Das heißt, wir setzen noch einen oben drauf mit dem 1K-Klebstoff. Wir fahren mit 64 km/h, 40% der Fahrerseite gegen ein Hindernis. Mhm. Und die Scheibe muss im Rahmen bleiben. Das heißt, wir nehmen keinen Neuwagen zum Testen, sondern wir nehmen einen Gebrauchtwagen zum Testen, weil die Karosse dann weicher ist von der Struktur her. Okay, das heißt, ich verstehe richtig, Henkel betreibt wirklich den Aufwand und macht Crashtests für den Klebstoff der Scheibe. Korrekt. Dazu kommt noch... Warum? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Also, was ist daran wegen Steifigkeit in der Karosse oder welchen Grund hat das? Ja, du hast heute bei den Fahrzeugen eine große Steifigkeit brauchst du, die werden leichter, die Materialien ändern sich, du hast Mischbauweise, also den Materialmix und du brauchst die Steifigkeit in der Karosserie. Da ist die Scheibe mit einem tragendes Teil und dafür brauchst du auch einen Klebstoff, der diese ganzen Werte erfüllt. Dazu kommt noch Fahrzeuginsassensicherheit. Was ja ganz wichtig ist immer. Gerade der Beifahrer-Airbag stützt sich an der Scheibe ab, dass sie beim Unfall auch nicht rausfällt. Die muss halt kleben. Und deswegen ist es so wichtig, dass halt der Kleber so funktioniert, wie er funktionieren soll. Genau. Das Ganze mit einem 1K-Klebstoff, kein 2K-Klebstoff, also zwei Komponenten, sondern mit einem 1K-Klebstoff. Das heißt, die Zeiten, die auf den Kartuschen stehen, 120 oder Bond 160, sind die Wegfahrzeiten der Klebstoffe. Was Neues steht jetzt drauf, damit man weiß, wann darf ich mit dem Fahrzeug fahren. Okay. Diese ganze Norm auf diesem Klebstoff heißt bei Normklima. Das heißt, bei 23 Grad, 50% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wir haben jetzt einmal einen, der nach 60 Minuten fahrbereit ist und einmal nach 120 Minuten fahrbereit. Korrekt. Sonst aber gleich der Klebstoff oder Unterschiede? Von der Verarbeitung her ist der natürlich gleich. Mhm. Von der Härte oder Aushärte, vom Aushärten, leg das hier mal hin,
gibt es natürlich Unterschiede. Mhm. Die Längen sind die gleichen, der hängt nur über. Mhm. Das heißt, der Bond 60 ist recht steif, mhm, was wir heute brauchen für die Fahrzeugsteifigkeit. Mhm. Der Bond 120 ist ein bisschen weicher und hier mal so ein, ja, ich sage mal, Schlüpfergummi, ja, ja, dazu, der recht weich ist. Was im Fahrzeug gar nicht viel bringt, für die Fahrzeuge heute zum Beispiel, für, okay, die Steifigkeit. Jetzt ist aber witzig zu beobachten, ich hätte jetzt komplett andersrum gedacht, der Kleber, der am schnellsten aushärtet, ist auch der, der am steifesten ist. Korrekt, so soll es auch sein. Von der, ich sag jetzt mal, Viskosität in der Kartusche aber gleich. Also gleich. Kannst du gleich die auftragen. Gleich. Die sind gleich. Das heißt, wenn alles gut läuft, ist der Oma-Golf danach theoretisch sogar noch ein bisschen stabiler. Der ist danach mit der richtigen Breite des Klebstoffs ist er natürlich auch stabiler. Okay, ja, krass. Und diesen Klebstoff beliefert ihr sowohl an Werkstätten als auch theoretisch, ich sag jetzt mal Vorsicht, der Hobbybedarf. Also ist eigentlich für jedermann gedacht. Für jedermann, klar. Da es ein Einkauf ist, brauche ich keine speziellen Werkzeuge für. Mhm. Ich kann den ganz normalen Akku nehmen, die Handpistole nehmen zum Verarbeiten. Gibt es da, ist es Pflicht, die so TÜV prüfen zu lassen? Also TÜV prüfen im Sinne von die Festigkeit oder ist das nur freiwillig von Henkel aus? Also eine Norm gibt es da noch nicht für. Nein, es gibt eine Norm. Und wir haben, wie gesagt, einen draufgesetzt nochmal mit der Henkel-Crash-Test-Norm, dass wir gebrauchte Fahrzeuge nehmen, neue gebrauchte, ja, Fahrzeuge. Ah, krass. Weil die halt die Steifigkeit durch lange Fahren auch schon ein bisschen nachgelassen hat. Ich hätte jetzt übertrieben gedacht, dass ich mir einen Klebstoff mache, da mein Logo drauf klatsche und den einfach verkaufe. Das wird zu einfach. Krass. Okay. Wieder was gelernt. So, jetzt bist du ja Experte im Kleb, damit ich das Richtige sage, Klebstoff auftragen. Ja. Und ich würde sagen, genau das tun wir jetzt mal, damit wir uns dann nämlich der Limo widmen können. Gut, wir öffnen die Kartusche jetzt. Dafür gibt es diesen Kartuschenaufstecher. Somit haben wir das gleich hier ab, den Boden. Vorne öffnen, dass wir akkurat die Öffnung offen haben. Das Ding gibt es zu jeder Kartusche immer mit dazu? Nein. Achso, das ist Zubehör. Zubehör, okay. Profi-Werkzeug. Unsere Schiebedüse. Ja, die kennen wir ja noch vom letzten Mal. Und wer denkt dran hier, ne, möglichst leicht bauen, ne? Das wird leicht, das wird leicht. Und die kannst du halt in der Höhe, ja, verschieben. Du bist hier vom Durchlass recht schmal. Ich habe mal eine Düse mitgebracht, die recht groß ist. Mhm. So siehst du, wenn ich damit auftragen würde bei dem Fahrzeug, hätte ich viel zu viel Klebstoff. Ja. Weil der Spalt zwischen der Verkleidung ist ja recht schmal. Aber eine Sache muss ich euch jetzt einmal noch mal zeigen. Wir haben an diesem Auto gerade keine Rostvorsorge betrieben. Ne? So, das heißt, die alte Scheibe ist wirklich so hier raus, wie es jetzt hier aussieht. Und ja, das ist schon, also ich persönlich habe noch nie beim fast 30 Jahre alten Auto, 30, das ist ein bisschen übertrieben, 97, jetzt müssen wir rechnen, 24 Jahre alten Auto, noch nie eine Scheibe rausgenommen, wo wirklich gar kein Rost ist. Ne? Da war kein Rost. Gar kein Rost. Ist ja wirklich kein. Komplett... So, und das feiere ich halt an diesem Auto so am meisten, wenn du hier so in die Ecken reingehst. Das ist schon gute Basis. So, ja, jetzt machen wir das hier, was du am liebsten machst immer. Genau, Klebstoffauftrag. Das heißt, ich stelle mir die Düse ein, mhm, nach der Dachkantenhöhe. Das heißt, ich setze die Klebstoffspitze kurz einmal auf. Dachkantenhöhe plus 2 mm. Dann wäre das jetzt mal eine richtige Raupenhöhe, mhm, für dieses Fahrzeug. Aua, Push. Gut, wir tragen Klebstoff auf, dann setzen wir beide Scheibe ein. Ganz doofe Frage, warum trägt man den Kleber, den Klebstoff, sorry, ist bei, ich bin der Kleber. Ist bei ganz gefährlich immer, den Klebstoff, auf die Scheibe und nicht aufs Auto auf? Du kannst hier einmal drum gehen, bei dem Fahrzeug ist es so, du weißt, wo der Klebstoff hinkommt, mhm, im Außenbereich. Mhm. Wenn du es nicht wissen solltest, kannst du auch einen Teil auf der Scheibe und einen Teil auf der Karosserie machen. Mhm. Dass man sagt, ich fange hier unten auf der Scheibe an, mache A-Säule, Dach, A-Säule runter, gehe im anderen Seite, auf der Seite im Bogen weiter runter. Mhm. Und geht dann zur Karosse und fängt dann halt hier in der Geraden an. Ah, okay. Macht den unteren Teil, wenn man nicht weiß, wo es hingehört. Praktisch ist es aber eigentlich egal von der Steifigkeit am Ende. Ist egal. Okay. Scheibe, Rahmen oder halt Teil da, das geht auch. Okay. Aber so ist es natürlich angenehmer aufzutragen, definitiv. Ne? So ist angenehmer, guck mal die Raupe an. Ja. Steht wieder eins das Ding. Ich finde ja immer wieder krass, wie diese dünne 1-2 mm Lage so senkrecht steht.
Dann lass uns das mal reinpacken. Sieht schon so gleichmäßig aus, dass es fast aussieht wie so aufvulkanisiert. Ne? Als wenn das jetzt so eine... Wie ein Roboter, sag's ruhig. So eine geschraubte Maschine. Weißt du eigentlich schon, dass du demnächst wieder ein Auto abdichten musst hier in Hannover? Ja, ne? Den da drin? Ja. Sieht gut aus. Muss ich jetzt drücken irgendwas oder einfach nur loslassen? Leicht andrücken, dass sie auch dicht ist. Sieht gut aus. So, jetzt 60 Minuten warten, dann theoretisch schon ready. Dann crasht es. Crasht es, okay. Ja, das machen wir im anderen Golf 3. Im anderen Video, ne? Der fährt gleich vor. Okay, so, ich würde sagen, so viel zum Thema Henkel Terrosson Bond 60. Jetzt geht's rein und wir machen der Limo weiter. So, Mike, bist du hier zufrieden mit deinen Nähten? Sieht gut aus, oder? Also ich muss sagen, die Karosse sieht Hammer aus. Wer das nicht live gesehen hat, ich weiß nicht. Ja, das ist ja genial. Das ist ja, was ich dieses Jahr am... Also der ganze Zusammenbau zieht sich ein bisschen in der Länge, weil ich eigentlich immer die große Wunschvorstellung hatte, genau so die Karosse den Leuten zu zeigen. Ich bin so ein bisschen steif im Nacken heute irgendwie. Ich habe irgendwie... Brutal verlegen, also nicht wundern, wenn ich mich so ein bisschen schwergängig bewege heute, irgendwas war heute Nacht falsch. Ich hätte liebend gerne den ganzen Leuten die Karosse gezeigt, genau so. Weil das ist wirklich mega, was man da sieht. Ja, ich hätte wirklich gerne, dass die Leute wirklich so runtergucken können, die Nähte sehen, wie das Ding lackiert ist und so weiter. Ne? Aber jetzt mittlerweile ist so viel Zeit vergangen, jetzt muss ich ihn einfach zusammenbauen. Zweite Mal. Mach einfach weiter. Hast du dich auch verlegen heute Nacht? Ja. Deswegen fällt auch runter. Nee, jetzt ist mittlerweile so viel, also jegliche Ziele, die ich für dieses Jahr hatte, ich vermute, eventtechnisch, die werden auch nicht stattfinden. Deswegen können wir jetzt loslegen mit Zusammenbruch. So, was ich am meisten auf jeden Fall in euch feiere, ist, dass ihr wirklich immer brutalst vorbereitet seid. Wir haben ja schon vieles erlebt, wo wir so hinkommen, ne? Und dann ist es eher so, okay, so, aber hier, was du hier schon wieder aufgebaut hast, ist, ich sehe, wir haben schon wieder eine Stunde Material voll, bevor wir im Auto was gemacht haben wahrscheinlich. Ne? Ist ja so ein bisschen wachsen, oder? So, okay, wir fangen dabei nochmal an. Limo war im Bad, wurde komplett entlackt, dann KTL beschichtet, das heißt, jeglicher Hohlraum an dem ganzen Auto ist jetzt blank. Das heißt, da muss was gemacht werden. Also das ist KTL. Genau, sorry. KTL ist einmal drauf, war das Bad. Im Bad logischerweise. KTL hoffentlich überall hingelaufen. Jetzt muss man dazu sagen, eine Garantie gibt es nicht, dass es überall war. Mhm. Weil es kann schon mal ein Hohlraum entstehen, wo die Luft nicht raus kann. Mhm. Und dann kann es schon passieren, dass als Beispiel im Schweller oben irgendwo sich eine Blase entwickelt. Und dann ist da halt kein KTL. Ne? Die Variante gibt es schon. Mhm. Das heißt, da muss was rein. So, KTL ist gemacht. Das Fahrzeug ist lackiert. Mhm. Jetzt ist natürlich der Punkt, jetzt kommt... Das Wichtigste eigentlich im ganzen Auto, die Konservierung. Ja. Weil du hast ja heute Luftfeuchtigkeit, du hast ja Kondenswasser. Und gerade jetzt der Punkt, du hast die reine Karosse noch, jetzt kommen wir überall dran. Und da ich leider noch so viel Blech an dem Auto habe, ist Korrosion so ein Punkt. Okay, Türen lassen wir weg, Hauben lassen wir weg. Das so, sparen wir uns. Wenn das jetzt ein Vollcarbon-Monocoque wäre, müssten wir das gar nicht machen, weil Carbon rostet halt nicht. Aber das, was jetzt halt Blech noch ist, kann einfach rosten mit der Zeit. Muss auch gar nicht jetzt sein, kann ja auch in ein paar Jahren sein irgendwann. Ne? Ja, genau. Mhm. Und somit ist halt die Hohlraumversiegelung ganz wichtig. Mhm. Und zum Auftrag gibt es halt verschiedene Varianten am Ende. Also an der Stelle auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank, dass du dich der ganzen Sache wieder annimmst und hier bist und das machst. Weil klar ist es für mich natürlich die professionellste und angenehmste Version, wenn so ein Fachmann wie du vorbeikommt und das hier professionell macht. Deswegen Korrekt. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Ne, wir haben unseren Wachsatz, da kommen wir gleich drauf, und haben die verschiedenen Sonden quasi, wo wir dann mit in die Hohlräume gehen können und den Hohlraum wirklich ausnebeln können. Also ganz ehrlich, ich hätte jetzt Folgendes gemacht. Ich wäre zu, in Anführungsstrichen, ATU gefahren, hätte so eine Dose gekauft mit so einem langen Schwanending dran und hätte das da durchgezogen für dich. Der Festkörperanteil ist natürlich ganz anders in so einer Spraydose wie in so einer Literdose. Glaube in der Literdose hast du natürlich viel mehr Material drin am Ende. Okay, aber wir beschäftigen uns heute wirklich erstmal nur mit der Thematik Hohlraumversiegelung. Noch nicht Wachs über den ganzen Unterboden, das ist da nochmal eine andere Thematik. Nein, nur den reinen Hohlraum. Okay. Das heißt Längsträger vorn, hinten, im Schwellerbereich, im Dachhohlenbereich hier oben, ne, im Säulenbereich runter. Echt, das alles? Wollen wir aufpassen, dass nicht hier zu viel... Das Gute ist, ist noch keine Gurte drin. Nicht zu viel Kilos hier in die Kiste wieder reingehen. Ne? Was denkst du, wie viel drücken wir da jetzt so rein?
Das Zeug, ist das das? Das ist das WX400, genau. Mhm. Also ich mache es nicht so, dass man jetzt oben was reinkippt, einen Liter, und unten läuft der Liter wieder raus. Mhm. Also das muss schon ein bisschen durchdacht sein, wo man was aufträgt und wie man es aufträgt. Aber eine Dose reicht für das ganze Auto? Nicht, lass uns mal lieber nicht bei einer bleiben. Okay. So, jetzt zu dem eigentlichen Produkt. Das ist also ein, ich sag jetzt mal, Wachs. Ein Wachs, der eigentlich die Funktion hat, die Oberfläche zu verschließen, dass kein Sauerstoff ran kann, dass somit nichts korrodieren kann. Ist das grob richtig? Das ist grob richtig. Und das Wachs muss aber noch kriechen. Mhm. Kriechen, Wasser verdrängen. Mhm. Das ist halt wichtig bei einer Hohlraumversiegelung. Wasser verdrängen heißt? Das heißt, wenn ich jetzt ein Auto habe, wie eine Unfallreparatur, und du hast halt Kondenswasser drin, das ist Winter gewesen, und du willst einen Unfallschaden zum Beispiel machen, dann hast du halt auch Feuchtigkeit am Fahrzeug. Mhm. Okay. Um das halt wegzudrängen, dann nimmt man dieses Wachs. Wäre das theoretisch das gleiche, wie ich jetzt auch auf dem Unterboden sprühen kann? Nein. Okay, nein, das ist rein Hohlraum. Das ist rein die Hohlraumversiegelung nur. Es gibt so viele verschiedene Wachse. Es gibt Wachse, die kleben nicht. Das wäre zum Beispiel das andere Wachs, was da steht. Mhm. Ne, was man auch mal auftragen kann, damit es nicht klebt. Welches? Da? Nee, nee, das ist gleich. Das WX990. Ne, für die Werkstätten sage ich immer, nimm dieses Wachs, nimm die Bremsenreinigerflasche, weil die von uns hält, die Dichtung halten. Dann kannst du da einfüllen und kannst es aufpumpen und kannst es so versprühen. Ah. Ohne Druckluft. Ohne das zu verflüssigen? Also ja, nochmal. Ja, ja. Das geht. Echt? Ja. Krass. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Weil es fühlt sich schon recht dickflüssig so an. Es ist dünn. Nimm was anderes. Ja, stimmt, das ist schon ein bisschen dünner. Okay. Und so hast du quasi hier, nur mal als Beispiel, dieses Wachs halt, was du anfassen kannst und hat keine klebrige Funktion. Das ist das, tatsächlich, das ist das, was wir hier mit sprühen können, ne? Genau. Krass. Also es fühlt sich auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, fingerfest so, ne? Welches machen wir ins Auto? WX400. Okay, also das, was klebt. Das, was klebt, was gut kriecht auch. Mhm. Weil wir haben ja auch dieses, wie gesagt, das Fahrzeug ist KTL beschichtet nur, entlackt natürlich vorher, und wir haben jetzt eine Falze, wo das Wachs hinterkriechen muss, zum Schützen. Ein Punkt, den ich habe, deswegen finde ich das auch perfekt, dass du das machst, ist, wir haben ja die ganze Karosse nachgeschweißt. So, das heißt, wir haben überall Durchbrand vom Schweißen nach innen hin, kennt jeder, korrodiert und rostet extrem schnell. Zum Glück war das Auto danach nochmal wieder im Entrostungsbad, aber es wird trotzdem Blechüberlappungen geben, wo natürlich der ganze Rost nicht wieder raus ist. Deswegen ist es da, glaube ich, wirklich wichtig, dass wir das Ding komplett ran vollpumpen. Vollpumpen. Ja, das ist besser so als anders. Ich weiß, bei dem alten Auto, da habe ich so viele Dosen in die C-Säule reingedrückt, wo ich die Seitenteile eingeschweißt habe, ne, dass ich glaube wirklich, also Minimum 3 Jahre später noch stand das Auto immer am Wörthersee. Da ist es immer Mai, brutal warm, schwarzes Auto, und es lief tatsächlich im Schweller unten immer noch raus. So soll es nicht sein. So war's, die Wachse sollen nicht raus, wie damals 12-2 zum Beispiel. Wollen den Heckklappen, wenn das Wachs rauslief. Wenn es nicht mal lief, war das Wachs nicht mehr da. Aber es soll nicht rauslaufen, weil war das falsche Wachs oder war zu viel drin? Das war, das zu damaligen Zeit war es ein gutes Wachs, aber die Wachse verändern sich auch in den Jahren. Und das WX400 zum Beispiel. Ich meine jetzt in meinem Fall von der Limo. Also wo ich nachträglich was reingemacht habe. Da war es dann das falsche Wachs, oder ich habe zu viel reingemacht. Ich weiß nicht, was du genommen hast, aber das ist halt, wenn ich es auftrage, ist es flüssig, und wenn es zur Ruhe kommt, erstarrt es wieder. Und das wird auch nicht wieder bei 80, 90, 60 Grad flüssig oder so? Nein. Okay. Perfekt. Es wird weicher, ja. Es wird auch weiter reinkriechen. Als Beispiel nur, ich habe meine Scheibe genommen, habe das hingelegt und habe hier vorne meinen Klecks von dem Wachs, das ist natürlich hingeträufelt. Und ich weiß nicht, ob der René es sehen kann, das kriecht quasi unter dem Glas. Normal sagt man, bei 0 Spalt 0,1 mm, bei den ganz normalen DIN-Norm-Test, 0,1 mm, soll das Wachs größer 55 mm wandern. Mhm. Also kriechen quasi. Ja. Was halt wichtig ist für Blechüberlappung oder in Türfalzen, wo das Wachsen halt um die Kurve geht und das Ganze versiegelt. Das heißt, hier wird wahrscheinlich wieder, das haben wir nämlich auch in Heidelberg gelernt, diese Kügelchen, hast du diese Kügelchen wieder drunter gemacht? Das war genau diese Abstände zwischen Glas. Ich habe das nur mal ohne, einfach nur aufgelegt und mal zum Zeigen, um das mal darzustellen, wie das Wachs quasi von da bis dahin kriecht. Sieht man diese Fläche? Cool. Ja, krass, okay, ja, das ist aber wirklich noch... Das ist Garagentest. Das ist ja richtig klebrig. Wird das, aber das ist jetzt schon ausgehärtet oder das wird noch ein bisschen Nein, härter? Das bleibt so. Krass, okay. Ja, dann dürfen wir das auf gar keinen Fall irgendwo auftragen, wo ich später öfter mal rankomme, weil das ist ja somit das ekligste und klebrigste, was man immer so antatschen kann. Genau, und dafür hat andere Wachs gedacht, was halt nicht so klebt. Okay. Aber das überall würdest du nicht empfehlen? Nein.
Das ist ein reines Schutzwachs und das ist wirklich die richtige Holmversiegelung, die auch wirklich richtig schön riecht. Okay, das heißt, du nimmst das Ding? Genau, die Dopingpistole. Da kommen so 3 bis 4 Bar oder 2 bis 4 Bar, sage ich mal, an Druck drauf. Dann gibt es einmal die Hakensonde. Das kann man zum Beispiel nehmen, wenn man in Türfalzen ist. Unten in den Türen sind meiste Löcher, um zu versiegeln. Ja, ja. Oder im Seitenteilbereich, hinten in dem Bereich, wo man drankommt. Aber das heißt, du willst wirklich an den ganzen Auto hier so überall durch diese ganzen Hohlräume überall durchziehen? Ja, ja. Da, wo ich kann, würde ich natürlich die andere Sonde nehmen. Ja. Das heißt, diese Sonde. Was als Stern, also als Kreis, wird es rausgeblasen. Also bei jedem anderen hätte ich jetzt wirklich Bauchschmerzen, dass das ganze Auto danach eingewachsen ist. Wenn du mit 8 Bar drauf gehst, dann hast du das ganze Auto eingewachsen. Aber ich gehe schon bei dir davon aus, dass das Ganze akkurat aufgetragen wird. Ne? Weil das ist ja wirklich schon so, einmal abrutschen. Abrutschen. Chris, noch mal einmal bitte Seitenteil wieder blank machen. Zum Abrutschen. Ganz besonders ist es bei denen hier, bei diesen Sonden. Wenn ich da im Hohlraum drin stecke und ziehe die raus und ich weiß nicht, wann Ende ist, dann habe ich auch so das Problem, dass ich auch gewachsen bin. Ne, deswegen empfehle ich immer auf so einer Sonde, sich eine Markierung zu machen, um zu sehen, irgendwann kommt das Ende. Krass. Mit einem Klebeband oder irgendwas drauf machen, dann weiß, da ist wirklich Ende. Ja, das heißt, in so einem Fall würdest du wirklich jetzt hier die auch hier so komplett, so weit wie es geht, durchschieben. Genau. Wisst ihr, das ist dann halt auch nämlich so ein Problem. Das wäre jetzt nämlich der Moment, wo mein ganzer Innenraum einmal geduscht ist, so ungefähr, ne? Okay, aber das ist echt komplett diese ganze Sonne da durchziehen. Okay. Ja, also ich würde nicht zu viel machen, weil das Auto, müssen wir einfach realistisch sagen, wird kaum, also fast gar keine Feuchtigkeit mehr sehen. Klar, Feuchtigkeit hast du immer. Ein bisschen, du fährst auch bei Regen? Ein bisschen, ja. Setz dich mit nass rein, hast du auch alles schon mal beschlagen, das Auto? Das halte ich für Gerücht, dass ich da, dass es dazu noch mal kommt. Also manchmal kann man es einfach nicht. Ne? Fährst zum Treffen, es regnet, muss ja trotzdem aufs Gelände fahren. Ne? Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich von Hannover nach Dortmund im Regen fahre. Ne? Das wird nicht mehr passieren. So, okay, ja, cool. Alter, es ist doch hier die neue Ansaugung. Ich vermute mal, das Ding hast du mitgebracht, weil du uns da irgendwas zeigen willst. Genau, da zeige ich einfach mal die Sonde, wie die Sonde funktioniert, weil ich kann es euch im Hohlraum nicht zeigen. Deswegen dachte ich, ich mache es mal transparent, um die Sonde mit der Sonde reinzufahren und dann mal zu zeigen, wie das Ganze da vernebelt in diesem Rohr. Mhm. Ich überlege, was so los wäre, wenn du diesen ganzen Wachs auf der Kamera hättest. Dann war vorbei. Da war es das mit Video. So, weißt du, so Film und auf einmal komplett drauf, so ungefähr. Ne? Krass. Ja, dann würde ich fast sagen, wir fangen an. Wollen wir das erstmal zeigen? Oder willst du erst abkleben und dann setzen wir mit, wir wenn du das alles vorbereitet Boden, hast? Erst den Boden abkleben hier. Ja. Und dann zeigen wir das. Und dann können wir hieran perfekt zeigen, wie das mit der Sonde wirklich tatsächlich am Ende aussieht. Ne? Cool. Das heißt, du willst jetzt wirklich alles abkleben? Das heißt, den Boden decken wir ab. Ja. Und wir machen die Öffnung, die jetzt, wo es rausnebeln könnte, wie du schon gezeigt hast im Teil, würde ich einen Zug kleben, in dem Fall. Bei deinem Auto. Bei deinem Auto. Okay. Ja, ich würde sagen, wir kleben mal ein bisschen. Ja, wenn ich mir das Zeug angucke, weiß ich auf jeden Fall, warum du den ganzen Boden hier abdecken wolltest. Ne? Ist besser. Sieht ein bisschen so aus wie das Öl nach dem Motorschaden, wenn man es ablässt. Ist so eine grüne, braune, dickflüssige, karamellige, gut riechende Hohlraumversiegelung. Boah, geht euch. Hat so ein bisschen was auch von Sprit. Ja, wir machen jetzt Folgendes. Ich baue das mal kurz zusammen. Okay, stopp mal einmal.
Aber wir sehen jetzt gerade ja schon, selbst wenn man denken würde, das war gerade schon viel, ist es ja eigentlich so, dass noch nicht alles flächendeckend, ich sag jetzt mal, benebelt ist. So, also jetzt so langsam kommt es schon, ne? Aber wenn du jetzt nur einmal durchgezogen wärst, wäre das schon... Ja, mit einmal wird es nicht getan sein. Genau, also man muss schon ein bisschen in dem Rohr vor und zurück. Ich kann ein bisschen Luft noch dazugeben. Krass, ich hätte sogar gedacht, ehrlich gesagt, also warte, hier machen wir einmal Stopp. Hier sieht man das ganz gut, wenn du es hier anmachst. Wenn man es genau in die Mitte hält, da sieht man schön, wie es sich... so wäre perfekt, aber wir kriegen natürlich das Rohr nicht in der Mitte durch den ganzen Hohlraum gezogen. Ne? Das war akkurat. So, jetzt sieht man hier auch schon, wie es ein bisschen sich verflüchtigt hier in der Luft. Okay, ja, also ist doch, also man muss es wirklich über die Menge machen und dann halt einfach hoffen. Ne? Andererseits sieht man jetzt auch schon, wie das Zeug halt wirklich kriecht. Ne? Also es kriecht ja wirklich die ganze Wand einmal durch. Lass uns einen Träger machen, dann gucken wir nochmal rein. Aber wenn ich jetzt schon sehe, boah, da wird aber was ins ganze Auto gut was reingehen. Ne? Und wichtig ist diese Markierung am Schlauch. Weil so sieht natürlich cool aus. Weil so ist tatsächlich, das ist ja wirklich komplett benetzt, sage ich jetzt mal. Ne? Da wird nichts mehr. Brennt das Zeug theoretisch? Das ist ein Lösemittel drin, ja. Mhm. Auch wenn es ausgehärtet ist, nein, auch komplett. Dann solltest du es mit dem Föhn entfernen und wenn du es schweißen möchtest zum Beispiel. Ja. Weil ich kenne das so vom Schweißen immer, dass man es heiß machen muss, dass es wegläuft. Ja. Weil es theoretisch in dem Zustand, wenn es ausgetrocknet ist, definitiv brennen würde. Ne? Wie Lack und so weiter, das brennt ja eigentlich genau. Alles. Ne? So, okay, jetzt kann ich aber verstehen, warum du dieses ganze Auto so abkleben wolltest hier. Weil da geht ja definitiv was durch hier. Ja, ich glaube, das waren eben gerade fast eine Stunde Abklebearbeiten. Und jetzt bist du der Meinung, dass du alle Löcher getroffen hast, dass du wirklich draufhalten kannst, ohne dass was passiert. Das sehen wir sofort. Das heißt, du bist jetzt bis Anschlag da drin, oder? Du hast ja verschiedene, hier drin hast du so Bleche, wenn man hier reinschauen könnte. Und du musst halt durch die diesen Blechen dran vorbei. Ja, erstmal können wir ja mal einmal zeigen, wie, wenn wir schon mal so eine krasse Lampe haben, wie blank das da drin so ist. Bis hinten rein. Das ist halt der Vorteil an dem Endlacken und dem KTL, dass es halt wirklich bis hinten rein. Ah ja, da sieht man diese Versteifungsbleche, ne? Genau. Bis hinten drin. Und da hängst du dann fest, wenn du die Lanze reinschiebst. Aber jetzt bin ich da dran vorbei, ja, ja. Und kommen wir bis ganz rein. Ja. Guck mal, die Längsträger sind auf jeden Fall miteinander verbunden. Oh. Ist das jetzt, aber ist das rein nur Nebel von den Lösungsmitteln und so weiter? Oder ist da auch ein Bestandteil von der Hohlraumversiegelung drin, dass ich das jetzt überall drauf lege? Also legt sich Nebel, legt sich ab. Legt sich definitiv ab. Mhm. So, hier vorne ziehe ich nie weiter raus. Hier vorne mache ich mit Hakensonde einmal noch. Mhm. Ja, ich meine, schwarz ist natürlich ein Lack, wo man relativ... Da siehst du rechts schnell, wo es glänzt auch drin jetzt. Wir können aber ein bisschen, bis der Nebel ein bisschen rausgezogen ist, ein bisschen warten. Okay, das heißt, wir müssen aber definitiv aufpassen, dass sich das nicht überall ablegt, ne? Deswegen passe ich ja auf mit dem Nebel. Wir ziehen die mal einmal raus. Das ist die Markierung. Mich würde mal interessieren, wie lang das jetzt ungefähr war. Weil du warst ja wirklich bis Ende drin. Ich war bis Ende. Okay, das heißt, wir waren wirklich schon bis unten im Raum, so, ne? Das war unten im Schweller. Also der geht ja unter dem Innenraum lang. Bis dahin war ich. Okay. Und habe dann langsam durchgezogen mit Bewegung hin und her. Und habe es auch mal gedreht. Mhm. Dass sich wirklich dieser Strahl überall... Überall nach Möglichkeit anlegt und so weiter. Anlegt, ne? Genau. Und das reicht jetzt auch? Das reicht. Das reicht, okay. Das heißt, jetzt können wir hier weitermachen. Oder wo würdest du jetzt weitermachen? Das können wir da machen, jetzt klar. Kennen wir uns ja aus mit der Seite. Wie lange braucht das, um fest zu werden? Also das Material ist flüssig, also thixotrop, und wenn es zur Ruhe kommt, wird es fester. Also es wird noch kriechen erst eine lange Zeit. Aber es ist jetzt nicht so, dass es morgen fest ist, sondern das braucht ein bisschen. Nein, nein, das braucht. Okay. So, wollen wir einmal Lanze zeigen? Können wir mal. Das Schöne ist, du kannst auch schnell tauschen mal eben. Mit Schnellverschluss, ne? Weißt du, wie das im Werk gemacht wird? Ist ja auch, wird wahrscheinlich genauso gemacht, ne? Da wird auch so ein Ding durchgezogen. Die werden teilweise gekippt, die Fahrzeuge, und das Wachs in eine Richtung fließt. Ah. Und dann gehen die wieder gerade.
Krass. So, das nimmst du jetzt für Bereiche, wo, damit du den Strahl besser, ich sag jetzt mal, kontrollieren kannst. Genau. Oder? Nimm mal ein Beispiel, wenn ich hier rein möchte zum Beispiel. Mhm. Kann ich hier reingehen oder in Türen, in den Löchern unten, um einen hohen Raum nachzukonservieren. Oder wenn du jetzt in rote Hauben hier rein. Ja, ja, klar. Na, da geht das cool. auch. Das heißt, alles da, wo man mal so ein bisschen gefühlvoller das Ganze machen muss. Ne? Mhm, krass. Kommt auch gefühlt gleich mehr raus, ne? Ist ein bisschen mehr, ja klar. Also ist optisch gesehen mehr. Also mein Bauchgefühl sagt mir irgendwie, dass die Kanne da gleich schon leer ist. Nee, glaube ich noch nicht. Okay. So, das heißt, damit gehst du jetzt hier so... Damit mache ich den Abschluss. Mhm. Den Randbereich oder den Träger hier zum Beispiel, dass die Kanten treffe, dass es kriechen kann hier, den Falzen. Ja, ja. Ah, krass, okay. Das heißt, wenn du, weil ich wollte gerade sagen, wie willst du in diesen Träger hier reinkommen, aber ist es wirklich so, wenn du von hier oder von da reingehst, dass das sich wirklich so heftig in die Kanten reinzieht mit der Zeit? Also man sieht jetzt ja hier schon, wie es langsam anfängt so zu kriechen. Okay. Ja, wie vorhin auf dem Blech gezeigt, du machst einen Tropfen vor diese Glasplatte und zieht sich wirklich unter der Platte lang. Mhm. So passiert es hier auch. Gibt es eine Mindesttemperatur, um das Zeug zu verarbeiten? Ja, also Minimum 10 Grad. Je höher, desto besser. Desto mehr kriegt es noch. Und hier bei dir ist optimal, hier ist ja gefühlt warm. Optimale Temperatur hier. Perfekt. Und wenn du mal riechst, riechst du stark was nach diesem Hohlraum hier gerade? Nö, ich finde eigentlich, es geht noch. Ist es nicht irgendwie... Nee, also es ist nicht. Kann man mit arbeiten. Okay. Ja. Dann weiter, würde ich sagen. Dann machen wir die beiden, da hinten noch. Ja, hier sieht man jetzt schön, was passieren würde, wenn Mike nicht alles zugeklebt hätte. Dann würdest du mich tatsächlich aus allen Löchern rauslaufen. Ich war jetzt ungefähr bis zur Hälfte vom Träger mit der Lanze. Wir müssen nach unten noch einmal in die Richtung und einmal noch in die Richtung, dass wir wirklich im Unterboden auch diesen Holm treffen. Dass es komplett wirklich von vorne bis hinten durchgeht, ne? Dass der von vorne bis hinten komplett benebelt ist. Und genauso auch die Querverbindung da, wo es schon so ein bisschen rauskam, ne? Genau, hier gehen wir dann rein mit der Hakensonde und nebeln dann das Ganze dann hier aus. Was denkst du in Summe, wie lange würdest du für so eine Korrosse einplanen? Normalerweise mit Abkleben allen bisher locker fast 3, 4, 5 Stunden am Start. Ne? Also wenn du es richtig gut machen möchtest, 3, 4 Stunden bist du dabei. Die Vorbereitung halt. Ja, aber ist halt wirklich ein Punkt, den man immer nicht unterschätzen darf, gerade bei so blanken Korrossen. Ne? Ist halt schon irgendwie die Vorsorge fürs restliche Leben. Wenn ich da normalen Karosserie machen würde, würde ich erst die Gurte rausziehen, dass sie fest sind, also dass sie nicht auf der Rolle sind. Aber wenn ich den Wachs machen würde im B-Säulenbereich, habe ich dann die ganzen Gurte eingesaugt mit der Konservierung. Ja. Dass ich alle rausziehen, irgendwie befestigen mit einer Klammer oder so, dass sie nicht aufrollen und dann kann ich da auch Wachs machen. Oh, da war ein Loch. Naja. Jetzt ist er aber drin. Ich klebe das mal zu. Da ist ein Loch noch offen. Ja. In der Mitte. Bewusst. Da in der Mitte? Oder da? Da in der Mitte. Ja, nee, ich wollte nur das hier zukleben. Ah, jetzt. Ja, so rum ist besser. Aber dann so viele unten. Kannst du offen lassen. Alle offen lassen? Nee. Die unten kannst du offen lassen. Juckt keinen? Okay. Da unten ist kein Problem. Nur hier aufs Carbon innen, da hatte ich keine Lust drauf, dass da alles drauf kommt, eventuell im Nebel. Und das Loch hier mit Absicht offen, weil da gehst du gleich auch noch rein. Weil da müsstest du die Lanze irgendwo sehen auch. Also ja, noch ist, jetzt sehe ich es, ja. Aber ich klebe es trotzdem. Kannst du einmal kurz drauf kleben, aber gleich weg. Von da aus gehe ich nochmal weiter nach hinten dann. Ja. Und das Schöne beim Abkleben ist, ich kann aufmachen, kann in die Stelle gehen und kann weiter konservieren. Ja, ja. Man hört auf jeden Fall schon, wie du hier hinten bist. Man merkt sogar mit der Hand,
wie sie hinten kalt wird von der Flüssigkeit. Ah, nicht, dass die Carbon-Seitenteile noch anfangen zu rosten. So, den Rest mit Hakensonde hier vorne am Ende. Der Bereich ist nach wie vor für mich der schönste Teil von der Karosse, in Carbon jetzt. Mit diesen Übergängen, das anlackiert und so. Mit den vielen Kanten. Hm, ja, schön. Das sieht schön. Schon krass aus. Ja. Okay. Sind einige Hohlräume. Wir haben jetzt die Längsträger hinten, wir haben die beiden Schweller, wir haben die beiden Längsträger vorn, wir haben den Dachholm noch, wir haben die B-Säule und A-Säule noch. Das sind so die wichtigen und halt hier die C-Säule runter, klar, Seitenteil, ja, wo man reingeht. Klar, ist jetzt hier verklebt, ja, aber hier muss auch Wachs rein. Genau, vor allem, es ist ja innen noch Blech. Es ist ja schon da noch Blech da, auch wenn es verklebt ist, ist trotzdem von innen noch Blech. Ne? Und ganz wichtig sind halt immer die Bereiche. Ne? Das ist das, wo es immer gerne anfängt zu rosten. Die A-Säulen vorne. Genau, das Ende von der A-Säule. Also da ordentlich rein. Ja, ich würde sagen, den Rest begleiten wir mit einem schönen Zeitraffer. Dann sieht man ein bisschen, wie du hier durch die Karosse durchtunst. Genau. Noch kleinen Hinweis von der Firma Henkel. Am 19.05. findet ein Webinar statt. Spricht man das so aus? Webinar? Webinar, Webinar, richtig. Ist richtig. Zum Thema Scheibenverkleben. Das heißt, wenn ihr Interesse daran habt, das Ganze zu lernen und ein paar technische Tricks von ein paar Profis zu lernen, meldet euch einfach in dem Link an, der unten im Beitrag ist, in der Beschreibung. Und dann könnt ihr da online jede Menge zum Thema Scheibenverkleben lernen. Man lernt nie aus. So sieht's aus. Ja, in diesem Sinne, Mike, hat mir wieder Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Bitte, bitte. Jetzt ist das Ding geschützt. Jetzt fluten wir das Ganze noch ein bisschen und dann schauen wir mal, wie es im nächsten Video weitergeht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.